Komme sofort. Unglaublich, ey. Ich habe hier das absolute Chaos gemacht. Na gut, es läuft aber auch wieder vor, denke ich. Es dauert halt ein bisschen. Bis es wieder vorschwappt. So, jetzt ist alles drin. Und jetzt geht's wieder vor. Ja. Guck, das hier war das Ölfeld. Alles weg. Und das war drei Blöcke, also zwei Blöcke ist es tief gewesen, ne? Das ist geil. Alles leer gepumpt. Das ist doch sauber. Und das Öl können wir jetzt verarbeiten zu Diesel und Co. Nee, Diesel geht damit nicht. Und was denn Das geht dann? nur aus Können wir dann? Petroleum, kannst du Diesel machen. Daraus machst du nur Fuel. Ganz normales Okay. Benzin. Gasolina. Gasolina. Genau, Gasolina. Wollen wir hoffen, dass Also, jetzt der ich bin Tank mal noch drin. voll wird. Petrolina. Ja, wenn du willst, habe ich mich auch mit zu Lina, genau. Mit zur Lina. Jawohl. Mit zur Lina. Tap, 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 tap. So. Was ich jetzt auch mal. Warte mal, ich gehe jetzt hin und baue noch einen großen Scanner. Hatte ich hier vor. Der große war der UV, ne? Glaube ich. UV-Scanner, jo. Das ist er. Ui. Gold Item, Energy Crystal, Glowstone, Advanced Circuit, Goldkabel, OD-Scanner und noch Goldkabel. Gut, also mache ich mich schon mal in die Arbeit. Ja, den Kristall, den habe ich ja in der einen Kiste. Den kannst du dafür benutzen. Willst man geben? Der ist ja dafür gebaut worden Ach eigentlich. so, ist gut. Ursprünglich war der ja dafür gedacht. Sehr gut. So, und jetzt klaue ich mir jetzt hier das restliche Gold da. Oder ein bisschen jedenfalls davon. Brauche ich jetzt einmal zwei Goldkabel, da reicht ein Barren. Dann brauche ich noch für die zwei Platten. Waren das zwei Platten überhaupt? Ja, da reicht dann auch ein Goldbarren. So, und weitere Goldbarren. Was haben wir noch gesagt? Glowstone und hier Advanced Circuit. Oh je. Yeah. Okay, da brauche ich isoliertes Kupferkabel. Haben wir noch Gummi da? Gut. Glowstone haben wir sowieso. Exzellent. Wo ist denn hier Rubber? Warte, ich schmeiße es dir mal raus. Ich brauche nur 6 Stück. Danke. Das reicht Bitte. auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier mal das Ding mal auch wieder in die Fresskiste rein. Das braucht alles viel zu viel Platz. Ist alles viel zu viel Geraffel hier drin, viel zu viel Grünzeug und hast du nie gesehen und Trulala und Tralali. Jetzt weg damit. So, jetzt hast du es. Okay, das ist der falsche. Jetzt war hier den da. So, jetzt haben wir erstmal 6 Buttboxen in Betrieb. Das ist Die doch. sind jetzt alle angeschlossen und die laufen schon nach Das oben. ist doch schon mal gut. So, jetzt haben wir hier. Müssen das einstellen, extrudieren. Einmal Gold. Super. So, und zwei Kupferbarren brauche ich auch noch. Gut, machen wir das mal. Wird entsprechend gerödelt. Ich brauche noch zwei Lapis und zwei Glowstone. Zwei Glowstone. Und vier Redstone. Oh, okay, dann nehmen wir halt so einen Block da. Das tut's ja auch. Also ich muss einen Block opfern, ne? Ich sag's nur. Na, ist ja kein Muss Problem. ich ja ansagen, sonst guckst du irgendwann und fragst mich dann, wo ist das Redstone? Das wollen wir ja nicht. Das sage ich ja vorher an. So, jetzt haben wir hier aber wieder den. Gott, jetzt muss ich wieder Karotte. Konsumieren. Eine schöne, gute, leckere Rübli. Okay, eine Goldplatte. Jetzt gibt es gleich die Casings. Super. Warte mal, ich brauche noch Kupfer dafür, genau. Kupfer.
Kupfer. Ja. Also die Thermalzentrifuge läuft jetzt auch gerade. So. Und da haben wir auch schon, ich glaube, den ersten Goldbarren habe ich da auch schon mit raus extrahiert. GZ. Danke. Endlich auch mal wieder Achievement. Sam hat mir mal was geklaut. Ja. So, jetzt brauche ich noch ein Eisenknödel. Ein einziger Eisenknödel. Exzellent. So, jetzt kommen wir noch den großen Scanner. Dann können wir gleich loslegen. So, hier. Machen wir da erstmal das da. Das da. Das war das C-Kit. Und hier Redstone. Genau. Ja, das kostet alles ein bisschen. Auch viel, ein ja? Bisschen. Ein bisschen. Hält sich in Grenzen. Hält sich doch schon in Grenzen. So, das ist auch gemacht. Jetzt brauche ich aber nochmal Glowstone. So. Jetzt gucken wir nochmal. Zack. Okay, hier ist der kleine Scanner. Ach, das geht ja noch gar nicht. So, dann machen wir hier mal isoliert. Achso, Goldkabel muss ja doppelt isoliert werden, damit das geht. Gut. So, zwei Glow. Einmal Advanced. Hier der Scanner. Hier die Crystal. Hier die Platten. Und voilà. Wir haben einen UV-Scanner. Weißt du, was das Schöne daran ist? Was denn? Wenn ich jetzt hingehe. Wenn ich jetzt hingehe, mach hier den Scanner rein. Später dann. Warte. Jetzt muss man erstmal gucken, welche der Batterielios da. Wo ist denn. Ja. Wo ist denn jetzt die Batterie? Die Batterie ist fort. Ja, schön. Warte mal, wo ist denn die Batterie? Hast du die nicht rausgenommen? Ja, jetzt gucke ich gerade nach, ich weiß nicht, wo sie ist. Weiß nicht, wo sie hin ist. Die müsste dann schon im Bohrer sein. Nö. Hier, lol, die ist hier in der Ding, ich weiß, wo sie ist. Ich weiß, wo sie ist. Alles klar, hat sich erledigt. Oh Mann, jetzt hab ich mir fast eingeschissen. Hast du noch eine Buttbox hast du nicht mehr über, ne? Nee, leider nicht. Warum? Ach, sonst hätten wir hier noch so eine kleine Ladestation machen können. Gut, ich muss umdisponieren. Ich muss draußen noch Glaszellen einsetzen. Dann mache ich da draußen jetzt mal 63 Stück neu, dass die Pumpe die Lava noch voll wegdützt. So. Das will ich ja haben, ich will ja. Gut, pumpt sie noch. Ist jetzt die Frage, ob sie noch pumpen wird. Ne, sie ist fertig. So aussieht, ist er jetzt fertig. Gut. Ist mir auch recht. Zip, zap, zap. So, also was haben wir gesagt hier? Was ist denn jetzt los? Die Batterie wird leer. Wieso wird die jetzt leer? Warum wird die Batterie leer? Ey, wo hast du denn rein? Nirgendwo. Ich weiß, was er macht. Weißt du, was die jetzt gemacht hat? Die hat deine Sachen im Inventar geladen. Richtig. Das wusste ich nicht, dass er das kann. Ist ja krass. Ich habe gedacht, das hätten sie eingestellt, weil beziehungsweise das ging nur beim Webpack. Nee, bei den Advanced Solars ging das nur bei dieser Mod. So. Da konnte das nämlich die Dinge machen. Da hat's der Solarhelm war ja in der Quantumrüstung da mit eingebaut.
Das war der Unterschied zwischen der von Ding, von Compact und Advanced Solars. Das war der Unterschied, weil da war Solarium mit drin. Und da hat das Ding quasi alles mit aufgeladen, egal was im Inventar ist, egal ob Energiekristall oder sonst was. Was saumäßig geil war. Gut, ich glaube mal, bei dir Saft. Bisschen viel. Kannst du ja tun. Ja, muss ich ja. Ich muss jetzt 1 Million klauen. Das kann jetzt was werden, ne? 1 Million Saft. Einfach runtergehen und dann die Buttbox. Oh, das geht nicht mehr in die Buttbox. Nein, dafür brauche ich was Größeres. MFE. Thermalzentrifuge? Kannst du das da reinhauen? Den Scanner. Ja. Der Scanner lädt sich doch auch im Bohrer. Der nicht. Ha? Der, ja, vielleicht, ja, doch, der lädt. Halt wie. Das ist jetzt die Frage, wie er es macht. Ja, doch, es geht. Aber bei der geringen Energiemenge würde ich sagen, wird dieses Ding niemals voll. Doch. Das Ding hat 1 Million EU und die Batterie hat nur 40.000. Rechnen sich hoch. Ja. Das darf ich jetzt 20 Mal machen. Bis er anfängt zu arbeiten. Kannst du hier den Generator laufen lassen. Ach du liebes Lieschen. Oder so. Das ist verrückt. Das ist echt verrückt wieder mal. So, warte mal. Wir haben doch bestimmt noch irgendwo noch Fake-Kohle. Na, wir brauchen jetzt Fake-Kohle. Alles wird gefaked. Ich hab schon ein bisschen was reingeschmissen. Ja, ich hab gesehen. Was sollst du reingeschmissen? Warte mal. Ja, nee, ich hab jetzt auch Kohle reingeschmissen. Was? Das wird wieder dunkel. Ja, vergiss nicht, wir brauchen noch Brennmittel. Warte mal. Ich bin gerade am Basteln. So, hier, das Eis lasse ich mal drin. Dann mach ich auch nichts. Wakey, wakey. Rise and shine. So. Da wird ja bald gehen. Hoffe ich. Das gibt jetzt einen Akt. Aber warte mal, wir müssen noch Mining Pipes auch noch reinlegen. Eieiei, so viel Planung. Für die Weltherrschaft. Unglaublich. 64 reichen ja auf der Höhe. Jetzt geh ich halt auf. So. Hier machen wir die Zellen wieder rein. Da wird ja jetzt der Scanner noch ein bisschen weiter ausschlagen. Dürfte interessant werden jetzt. Das dürfte richtig interessant werden. Und jetzt bräuchte ich eine Axt. Ich habe keine mehr. Welch eine Schande. Gut, ich denke, du hast nichts dagegen, wenn ich mir jetzt mal 2-3 Bronze-Äxte mache. Weil bei dem, was wir hier haben, ne? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann mache ich hier auch noch mal 30. Die Eisenproduktion läuft auch ganz heiter. Ja, ich brauche ja kein Eisen, ich brauche ja nur Bronze. Bronze und Zinn, das ist das Wichtigste. Black. So, das Golderz wird auch gerade schon gewaschen. Das freut mich. Ja, ich produziere ja gerade auch mit der Thermalzentrifuge hier auch Gold nebenbei. Ja? Ja, ja. Mm. Der macht dann hier im Grunde genommen, der, das ist ja dieses Purified Crushed Iron Ore. Und nice. Das macht dann zu Iron Dust und Tiny Pile of Gold Dust. Jede Mal. Das heißt, jedes Mal. Wenn du 9 Stück davon hast, legst du in eine Werkbank rein. Ja, und dann mache ich da raus. Und hier guck mal ganz oben rechts im Ofen. Da habe ich schon die ersten 3 Barren aus meiner Produktion hergestellt. Ja, ihr seht's. Das ist reines Erz dann. Das ist richtig reines Erz, wenn es gewaschen wurde, von Unrat befreit. Kriegst Nebenprodukte und sie sind sogar noch förderlich, entweder für den professionellen Haus- und Straßenbau oder auch für weiterreichende zusätzliche Ressourcen. Weil es gibt ja Nebenprodukte, das sind so kleine Stäubchen. Wenn du jetzt Eisen wäschst, kriegst du Gold raus. Bei Gold kriegst du ein bisschen Silber oder was raus. Bei Silber kriegst du auch wieder ein bisschen Eisen raus. Und bei Kupfer kriegst du ein bisschen Zinn und bei Zinn kriegst du auch noch ein bisschen Eisen raus. So Geschichten sind das. Das ist die Zukunft, meine Damen und Herren. Das ist sie. Wollt ihr sie erleben? Ja. Natürlich wollt ihr das. In der Zeit habe ich jetzt wieder im Grunde genommen aus nicht mal einem halben Stack Eisenerz, habe ich jetzt mittlerweile schon einen kompletten Stack Eisenbarren gemacht. Ja. Deswegen sage ich dir ja, das Rohprodukt ist einfach traumhaft.
was du da machen kannst. Du gehst hin, haust einen halben Ding Eisenblöcke rein, die wo du erntest. Du weißt was? Ich weiß nichts. Nimm mal kurz den UV-Ding und deine Bohrgestänge mal alle raus. Und was passiert dann? Nimm's einfach mal raus, ich baue es nämlich jetzt ab und dann häng ich es unten an die Badbox, das Ding. Und dann kannst du den UV das da einlegen. Das passt nicht dort, nein. Nochmal zum Mitschreiben. Also, du nimmst jetzt die Sachen da raus. Ich baue den Miner ab. Den Miner nicht mit, setzen nicht mit dem Schlüssel, bitte. Dann bauen wir einen anderen. Deal. Gut, ich hack mir schnell Holz. Dann baue ich dir das Ding. Und dann kannst du es abbauen. Weißt du jetzt, wie es meinst? Ja, ich kann mir schon vorstellen, wie du es meinst. Ich hätte noch eine viel bessere Idee. Die da wäre? Geh doch einfach hin, lege Leitung direkt vor der Windmühle dort hin. Oder so. Aber ich werde dir trotzdem das Ding bauen, weil ich möchte auch die Kettensäge. Deswegen ist es unerlässlich, dass für die Zukunft das ein bisschen effizienter geht. Da wird dann richtig professionell Bäume gehäckselt. Richtig professionell. So. Was ich ein bisschen vermisse, ist, dass, sagen wir so, wenn wir jetzt hier. Das kam mir jetzt gerade so in den Kopf, ne? Wenn man so sieht, was wir hier alles für Knödeltechnik betreiben, ne? Ja. Da könnten sich andere Leute auch mal ein bisschen die Scheibe von abschneiden. Warum? Naja. Wenn man sieht, manche haben auch Mods drauf, ne? Sie setzen es aber nicht richtig um. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Na, sie setzen es aber einfach nicht partout um. Sie setzen nichts davon um, was ihnen zur Verfügung gestellt wird und bauen trotzdem einfach nur weiter ganz normale Häuschen und nutzen kein bisschen Technologie. Wirft sich jetzt mir die Frage auf, warum haben sie es denn überhaupt drauf gemacht? Da hätten sie doch genauso gut auch ins entsprechende Wiki gucken können. Ich nix weiß. Ist halt so. Zum Beispiel, wenn du Buildcraft-Mod hast und nutze dann nicht mal großartig, nutzt keine Pumpe und gar nichts. Ne? Obwohl du es könntest. Warum? Warum hast du es dann überhaupt drauf gemacht? Deswegen alles immer nur so ein bisschen auszunutzen, ne? Nur wegen einer Sache. Das ist mir echt. Nee. Wenn ich schon solche schönen Sachen zur Verfügung gestellt kriege, dann will ich die auch benutzen. Das ist meine Meinung. Ich kann es niemandem dazu zwingen, es zu benutzen, ne? Aber ich finde es trotzdem manchmal ein bisschen schade. Ich finde es manchmal ein bisschen schade. Und dann hofft man, hoffentlich nimmt er jetzt da mal das Gerät, dass es da noch ein bisschen leichter hätte. Hoffentlich nimmt er das mal. Nix. Es kommt nichts rum. Es kommt einfach nichts rum. So, ich habe dir eine Leitung gebaut. Danke. So, jetzt habe ich doch mal ein bisschen Zusatzenergie. Da werde ich auch bald nicht mehr brauchen. Oder? Dann werde ich das Ding mit Lava vielleicht sogar betreiben können oder so. Wird bestimmt lustiger Spaß. Wenn ich mal denke, auf dem alten Server hatte ich einen ganzen Tank voll, also einen Stahltank voll. Große. 20 Millionen. Über 20 Millionen Millibuckets. Das war der Hammer, ey. Ich freue mich schon drauf, wenn wirklich so nach und nach die ganzen Projekte hier abgeschlossen werden, die kleinen Dinge. Ja. Ja, ich freue mich schon drauf. Und wenn dann der Bahnhof steht und dann kommt dann das Dorf und das Zeug, da wird dann die Außenstelle noch weiter ausgebaut und das Dorf entwickelt sich dann weiter, kommen immer mehr Leute dazu. Und ich versuche irgendwo nochmal eine Anleitung aufzutreiben für den Bau von Villagerhäusern, dass hier bei uns auch Villager von mir aus einziehen. Echt? Ja, das geht. Ja, du musst dann das Dorf sozusagen bis hierher erweitern. Dann ziehen die so nach und nach hier also, ein. Also, du weißt ja, wer meine Herrin früher war, ne? Und die ist hingegangen, hat die Leute nicht mal eingefangen. Die hat einfach die Häuser gebaut. Und dann waren die auf einmal da. Die kamen einfach von selbst.
Komisch. So hat sie es verglichen. Sie hat aber auch welche eingefangen gehabt mit diesem Safari-Netz. Ja, ja. Da hat sie die quasi gebunden. Und dann dadurch, weil es dunkel war, wegen der Bahnstrecke, wo über den Häusern waren, da sind sie aber nicht geblieben. Dann hat sie das nochmal neu gemacht und dann war das in Ordnung. Und dann sah das absolut geil aus. Vielleicht soll ich doch mal auf die Jagd gehen, einfach ein Dorf ausplündern und dann die Dorfbewohner hierher verpflanzen. Andererseits, das Dorf ist ja nicht weit weg. Das ist ja fast in Sichtweite sogar. Von hier aus. Deswegen meine ich ja. Ja. So, und ich würde sagen, der Tank ist jetzt fertig gefüllt. Super. Alles fertig. Es ist fertig, meine Lieben. Es ist fertig. So, was ist denn da los? Achso, das Ding lädt immer noch. Eieiei. Ja. Wird gerade doppelt geladen. Das ist ein Kraut. Generator und vom das ist ein Kraut, sag ich dir. Ja, aber halt die Hälfte. Ja, immerhin. Immerhin. So, hier habe ich noch ein Stick rein. Die Windanlage läuft und läuft und läuft. Soll sie ja auch, ne? So ein bisschen. Ein kleines bisschen. So. Jetzt habe ich wieder einen Haufen Holz reingeschmissen. Und ich bin immer noch im Überlegen, ob ich nicht die Baumform doch nochmal einen Zacken größer mache. Vielleicht noch drei, vier Reihen dran machen. Das wäre doch nicht schlecht. Mhm. So, eins, zwei, drei, zup. Ja, vier Reihen. Das wäre doch geil. Dann stecke ich das hier einfach mal ab. Warte mal, habe ich keine Schoppel mehr? Jetzt habe ich wieder keine Schaufel mehr. Was mache ich denn hier noch? Und hier geht gar nichts mehr, weil ich kein Holz mehr habe. Ah, Kraut. Kraut und Rüben. Kraut, ja genau, Kraut und Rüben. Ja, Kraut und Rüben. Für das Volk. Rüble. Die Rüble, genau, die Rüble. Rüble. Aber nicht für einen Hodenmann. Der ist bloß Bratwurst. Oder also Kohlenbratwurst. So. Ja. Gut. Ja. Genau. Ich springe jetzt hier gerade schon rum. Was? Wieso springst du? Warte. Auf was denn? Was tue ich jetzt? Ah, ich gehe mal mein Zeppelin holen. Was? Wieso holst du jetzt schon Zeppelin? Ziehst du fatt oder was? Nee, ich wollte ihn nur wieder herholen, aber vorher gehe ich ins Bett. Jo, machen Sie das. Machen Sie das so. So, jetzt haben wir hier. Gut, machen wir auch nicht ganz so viele. Das reicht doch auch, wenn wir drei machen. So,